Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Und zwar habe ich euch ja den Aztekentempel gezeigt und einige haben mich gebeten, dazu ein Tutorial zu machen. Also habe ich mir gedacht, ja gut, mache ich das und ich werde es wahrscheinlich in drei Parts hochladen. Ein Part allgemein für die Treppe, wie man sie zusammenbaut. Der zweite Part für das andere Funktionswesen, also für die Tür und das Dingsens, also für Tür und grobes Außengerüst, sowie eventuell noch mit den Dispensern, das weiß ich aber noch nicht, ob ich das wirklich einbaue. Und dann der letzte Part, die Ausschmückung und wie man alles gut vertuscht, sozusagen. Für alle, die nicht wissen gerade, wovon ich rede, den zeige ich mal kurz diese Welt, wenn dieser Ladebalken sich beeilt. Na? Was denn gehen? Jawohl. So, und zwar rede ich von diesem Tempelchen, ein scheinbar uneinnehmbarer. Und sobald ich dann klick, ist ja plötzlich eine Treppe, die ich hochgehen kann. Das Tor hier ist auf und dann ist ja das Kiste und wenn ich hier durchlaufe, wird es mir im Normalfall wehtun. Allerdings, keine Pfeile drin. Sonst wäre ich jetzt da hinüber. Ich glaube, ich wechsle das Texture Pack nochmal kurz. Moment. Denn damit bin ich noch nicht so gut gefahren bisher. Sieht zwar ganz geil soweit aus, aber... Nee. Dann nehme ich doch lieber das. So. Gut. Dann warten wir. Ganz ungeduldig natürlich. So. Und wie baut man das nun? Ihr habt ja gerade gesehen, es besteht aus mehreren Elementen. Zunächst einmal sollten wir feststellen, dass uns was fehlt. Moment mal kurz. Da. Ich habe vergessen, mir was zu holen. Also zu craften und dann... Naja, müssen wir mal gucken. Und ich benutze übrigens ausschließlich Dingsens Schleimball Pistons. Frage mich nicht warum, hat sich einfach bewährt und ist auch besser so. Als weiteren habe ich eine kleine Änderung. Den Weg beispielsweise lege ich jetzt nicht mehr aus Sand an, sondern den mache ich jetzt aus Gravel. Einfach weil es, finde ich, besser aussieht. So, wir brauchen nur einen Schalter dafür. Tada. So, und den platzieren wir auch gleich. Wo könnte der denn sein? Also ich habe den gerne ein bisschen versteckt, aber das ist natürlich Geschmackssache, man kann ja auch ganz offen machen. Ich packe ihn einfach mal hier hin. Von dem Schalter gehen dann hier die Redstone-Leitung aus und aktivieren das. Jetzt muss ich mal kurz selbst gucken. Was weiß ich, ist eigentlich ja egal, wo genau das jetzt ist. Die Treppe wird 2 breit sein. Das heißt, ich packe hier die ersten Pistons hin. Und die werden dann, sobald dieser Schalter deaktiviert wird, runterfahren. Also kommen hier jetzt... 2 Gravelblöcke rauf. So. Tralalala. So. Damit die natürlich auch mit Strom versorgt werden können, mache ich jetzt einfach mal so. So ist ja, wie es im Normalfall dann sein soll. Das kann man aber nicht so richtig bestimmen. Demnach habe ich jetzt was vergessen. Moment, ich muss noch mal kurz hier unten in die Grube hüpfen. So. So. Und wieder Fly aus. So. Wenn wir so hochkommen sollen, ist natürlich dann das hier alles zu. Und wir haben den nächsten hier. Ich meine, ich hatte eine 3 ja beim letzten Mal. Deswegen, ups, ich glaube, ich gehe nochmal schnell weg. So, ungefähr so sah es, glaube ich, beim letzten Mal aus. Und hier war, glaube ich, auch noch das. Aber es geht jetzt momentan wegen den Pistonsorten schlecht. Das heißt, wir müssen das so bringen, dass dies hier alles zu einer riesigen Ebene verschmilzt. Eine Sache haben wir schon, und zwar hier unten das mit den Pistons. Also wenn wir hier jetzt, ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Ich habe jetzt ein bisschen dran rumgefeilt, ich baue es nicht mehr, ich habe es getreu. Also wenn wir jetzt hier einmal
Und werkeln funktioniert gar nichts. Das ist natürlich super. Es lebe das Ding. So, dann mache ich das eben ein bisschen komplizierter. So. Ja. Genau, ich liebe es. Redstone ist einfach viel zu sperrig. Das sollte man schon längst mal geändert haben, endlich. Mal sehen, ob es jetzt soweit klappt. Also einer wird schon mal hochgeschoben. Das ist schon mal gar nicht das Schlechteste. Ich probiere ein bisschen rum, ne? Wie gesagt, ich hatte keinen Maßstab oder so ähnlich. Deswegen musste ich alles selbst ausprobieren. Ich weiß, es funktioniert auch wieder nicht. Naja, probieren wir es mal aus. Nee. Ich liebe Pistons, wenn man sie nebeneinander stellen soll. Dann mache ich das mal ganz anders kurz. Alles weg. So. Probieren wir es noch einmal. So, jetzt werden beide hier hochgezogen. Das heißt, hier haben wir jetzt eine zweier hohe Mauer. Aber bei meinem ist die Mauer dreimal hoch. Woran das liegt, ich habe noch ein bisschen dran rumgebastelt und rumgefeilt. Doch das hier können wir jetzt in der Theorie schon mal schließen. In der Praxis werden wir es aber gleich nochmal aufbuddeln müssen. Und zwar, das habe ich hier noch. Ich mache das jetzt erstmal alles mit Dreck. Und zwar habe ich hier noch Pistons hingestellt, die gleichzeitig auch nochmal Gravelblöcke von der Seite randrücken. So dass, Moment, eins zu hoch. So dass die Mauer 3 hoch erscheint. So. Die kriegen dann ihre Gravelblöcke. So. Und die auch nochmal. Natürlich prompt wieder eins zu hoch. Die müssen wir jetzt durch das Baumaterial eigentlich ersetzen, also durch Stein. Ich mache das jetzt einfach mal mit Erde schnell. Das ist ja nur erstmal ein Praxistutorial. Nachher geht es natürlich noch weiter ausgeführt. Natürlich wieder voll daneben gesetzt. So. Gehe ich wieder mal kurz in Fly-Modus. Und dann haben wir großen Scheiß gebaut. Und dann haben wir Gravel. Die müssen wir jetzt noch hier mit der Redstone-Leitung verkuppeln. So müssen wir es machen. Die sollen schließlich heiraten und viele Kinder kriegen. Boah, leckt das hier gerade. Da verbinden wir es hier einfach so. Ich weiß nicht, ob das schon reicht, deswegen zur Sicherheit einfach mal einen Repeater reinhauen. Und zwar mit Verzögerung 0. Wir wollen ja, dass es möglichst leicht ist alles. Und hier können wir es dann wieder als unterirdisch verlegen, damit wir nicht allzu große Probleme damit bekommen. So. Jetzt müsste das in der Theorie wohlgemerkt. Ich habe nichts gesagt, ne? Also Probe Nummer 2. Mit den Redstone Repeatern. Na, ich werde immer noch nicht so ganz schlau ausdehnen. So. Ihr seht, hier wird das jetzt in die Mitte gedrückt. Das heißt, es funktioniert. Also machen wir das gleiche nochmal mit dem zweiten. Nehmen. In die Mitte. Machen wir es am besten mal symmetrisch. Dann kommen wir nicht durcheinander nachher. Trala. Trala. Mähen wir uns mal kurz hier mit der Schaufel durch. Fängt ja super an. Jetzt müsste eigentlich auch der in die Mitte geschoben werden. Genau. Jetzt haben wir hier schon unsere erste Mauer. Gut. Und wenn ich den Schalter jetzt ausschalte, wird das runtergezogen und die beiden zur Seite weg. Das heißt, wir hätten schon mal unsere erste Treppe. Wir könnten sie in der Theorie jetzt noch 4 hoch machen, aber ob das in der Praxis so funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, aber Versuch macht klug, ne? So, ich hatte noch eine andere Idee jetzt dazu, ganz spontan. Habe ich sonst nicht eingebracht, aber Moment, vielleicht klappt das ja sogar. Dann sieht es alles noch ein bisschen komplizierter aus, komplizierter zu bauen und so weiter. Habe ich noch mehr Redstone hier verbraucht. So. Indem wir nämlich auch noch hier 2 hinpacken, die wir dann
Ebenso mit dem Ding verbinden. Ach nee, nicht das schon wieder. Okay, ich habe mir anders überlegt, das lassen wir lieber. So, also haben wir hier jetzt unsere drei hohe Mauer. Wir kommen hier nicht hoch, egal wie wir uns anstellen. Wie gesagt, eine vierte Mauer kann man machen, indem man einfach noch ein genau, noch ein Repeater hier, beziehungsweise ein Pisten hier raufschmeißt. So, dann wird natürlich alles allgemein ein bisschen größer, beziehungsweise ein bisschen höher, eigentlich eher nur, ja. Naja. Und wie man das verbindet, sollte in der Theorie so machbar sein. Mal sehen, ob es das ist. Sieht gut aus. Und verbunden. Und es funktioniert. Meinen wir schon. Genau das gleiche dann hier. Also verbinden. Ja, leck. Zack und zack. Und da funktioniert das auch. Und wieder mal, sobald der Schalter ausgemacht wird, haben wir hier unseren Weg. So. Das war eigentlich auch schon das Tutorial für die Treppe. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Und der nächste Part handelt dann davon, wie wir das Tor mit einem noch verknüpfen. Ja. Und den nehme ich wahrscheinlich jetzt auch gleich im Anschluss auf, weil ich irgendwie gerade Lust drauf habe. Also wahrscheinlich dann bis gleich.